Schwede, ist das eine Katastrophe, Digga. Zieh ich mir jetzt noch rein, was dieses komische, das schlimmste Video von Steffen Oswald? Ja, gucken wir mal. Das wirst du nicht durchhalten. Das werde ich nicht durchhalten. Top, die Wette gilt. Ich habe mir ein Video von Steffen Oswald und seinen beiden Frauen angeschaut und heilige Scheiße. Die Schmerzen sind wirklich unerträglich. Ehrlich, das Ganze war keine leichte Kost und wie die sich dort verhalten. Vor allem Steffen Oswald, ey, da muss ich wirklich ganz dringend los. Doch kurz zur Einordnung, damit ihr überhaupt wisst, wer nochmal Steffen Oswald war. TJ hatte damals ein Exposed-Video gegen ihn rausgehauen und dort wurde gezeigt, wie Steffen Oswald wirklich äußerst dämliche Aussagen traf, wie beispielsweise diese hier. Ich habe irgendwas von Judenkarma und sowas gelesen, da wusste ich nicht, was, in welchem Kommentar, das war ein... Also jeder Mensch macht schon mal sein eigenes Karma. Ja. Klar. Und dann gibt es kollektive Strukturen. Ja, und allen, denen das passiert ist, denen Schreckliches widerfahren ist, sind selbst dafür verantwortlich. Hat er gerade, warte mal, hat er gerade... Also die Karma-Lehre legt die Selbstverantwortung nahe. Sorry, aber der hat doch einen Schatten. Also ich muss for real sagen, dass ich Menschen mit solchen Gedanken wirklich gottlos bescheuert finde. Denn das, was hier gemacht wurde, ist ja, dass man Juden die Verantwortung für den Holocaust gab, beziehungsweise, dass sie selber dran schuld waren. Geisteskrank eklige Aussage. Ich weiß nicht, wie man so etwas vor laufender Kamera erzählen kann. Und ich weiß auch nicht. Es wurde dann auch einige Zeit später von der Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung gegen ihn ermittelt. Was so viel bedeutet wie, dass Steffen Oswald wegen meinem Video jetzt einfach wegen Volksverhetzung angeklagt wird. Aber weiter zur Erinnerung, er drohte TJ außerdem noch damit, dass Steffen ja jemand kennt, der nach TJs Adresse gibt. Also ich erinnere mich an das Video, ich glaube, wir haben das auch gesehen, aber es ist eine ganze Weile her. Und da ich mich ja mit solchen Charakteren dann nicht mehr beschäftige und das auch zu Recht für unser aller Gesundheit, weil stellt mir mal vor, ich wüsste aus dem FF, wer Steffen Oswald ist, das wäre ja eine Katastrophe. Also ne, sind wir doch alle sehr froh, dass ich nicht wissens war und es erfolgreich verdrängte. Und so holen wir dieses verstaubte Kästlein aus dem Hinterzimmer meines Verstandes wieder raus. Gefragt hat, um womöglich vor Ort irgendetwas zu machen. Wenn unser Kumpel, unser Schlägerkumpel, dein... Bitte was? Was ist da denn jetzt los? ...ein Video sieht, dann kocht der. Dann sagt er mal wieder zu mir, ey Steffen, gib mir die Adresse. Dann ging es beispielsweise noch um Manipulation, dass Steffen Oswald Frauen manipuliert. Und frühere Betroffene äußerten sich außerdem zu Steffen Oswald, weil sie angeblich Erfahrungen damit gemacht haben, dass sie Speed konsumieren sollten. Und das, obwohl sie das eigentlich nie wollten. Er soll sie halt aber einfach dazu beeinflusst haben. Ich habe zu vielen Speedlines, die dann ausgelegt wurden, Nein gesagt. Es ging immer wieder in die Richtung von... jetzt sei doch nicht so und du stehst dir selber im Weg. Bis hin zu dem Drill Sergeant, der dann auch immer wieder kam, der mich... Oh mein Gott, der Drill Sergeant! Oh no! ...angefeuert hat, das doch zu tun. Und zu guter Letzt denkt der Typ halt auch, dass es anscheinend keine homosexuellen Menschen gibt. Du meintest gerade, es gibt keine wirklichen Lesben. Mhm. Also es ist auch bei Männern so, dass halt es keine homosexuellen Männer gibt. Ja. So, jetzt seid ihr im Bilde und... Ja, gut, damit... sind wir wirklich im Bilde. 2 Minuten, 2,5 Minuten, um wirklich diese psychotische Erfahrung wieder in meinen Verstand zurück zu teleportieren. Gott, Alter, das war ein ganz schneller Patch, ey. Jetzt wisst ihr auch ungefähr das Ausmaß, auf was wir uns heute einstellen können. Wobei, das, was wir heute angucken, wird noch fremdschamerregender, sage ich mal. Das glaube ich nicht. Prove it. Durch TJs Aufklärung zu diesem Typen konnte man schon mal den Eindruck gewinnen, dass der scheinbar ordentlich einen an der Waffel hat. Doch was mein armes Herz jetzt aushalten musste, das ist wirklich an allem kaum zu überbieten. Also ich weiß nicht, das sind unerträgliche Schmerzen, die konnte ich so nicht einordnen. Denn es entstand ein weiteres Video auf dem Kanal von Thea Remmel, also einer der beiden Frauen, die er hat, mit folgendem Titel. Die Pubertät des Ninja Warrior Tim. Und bei Gott, ich bereue auf dieses Video.
Video geklickt zu haben. Das Video hier dient erstmal zur Selbsttherapie für mich, weil ich das Ganze noch nicht wirklich verarbeiten konnte. Deshalb Kevin, was zur Hölle ist da passiert? Ziehe ich euch jetzt mit in diesen Sumpf. Mein Beileid an der Stelle. Ich erzähle euch jetzt erstmal ganz kurz den Anfang von dem Video. Die beiden Frauen meinten zu Beginn, dass sie gerne einen Live-Chat mit TJ führen möchten, weil schon wieder? Weil sie sich zuletzt wieder einige Videos von Tim Jacken angeschaut haben. Und dieser Live-Chat, der soll nicht primär übers Internet laufen, nein, denn sie meinten Folgendes dazu. Dass wir zum Duell aufrufen, ab auf die Bühne, mitten auf dem Marktplatz, das ist jetzt lang genug so ein komisches Rumgedümpel gewesen. Wer kennt's nicht? Der krasse Live-Chat auf dem Marktplatz zwischen TJ und Thea Remmel und Steffen Ostwald. Bloß noch die andere, ich glaube, die heißt Franziska oder so. Also, wenn man wirklich so einen Live-Chat machen würde, dann würde ich zusätzliche Psychosen bekommen, weil die Aussagen, die tätigen, teilweise so dermaßen kritisch sind, dass man gar keinen Bock mehr hat. Im Anschluss wurde dann noch vom hockenden Steffen Ostwald ein Spielzeug hinzugezogen. Und warum er das gemacht hat, weiß keiner. Also, mir ist es auch unerklärlich. Vielleicht hat es auch mal wieder ordentlich durchgekracht in Steffen Ostwalds Bude. Und dann ging es halt nach ein paar Minuten los, denn Steffen zeigte sich dann so hier. Hi, Chat. Leonie. Faktisch ist es so, dass gerade mal 3 Frauen mit Steffen vor der Kamera zu sehen sind, also auf unseren Erwachsenenplattformen. Ja. Und hinter dir stehen wie viele Frauen noch? Also man munkelt ja, seine Freundin hätte sich von ihm getrennt nach dem Interview. Wegen des Interviews? Keine Ahnung. Ja, von keiner. Okay. Keine Ahnung, haben die wirklich enorm viel Ahnung. Denn das ist halt Quatsch, die Trennung von TJ war erst Monate nach dem Interview, meinte Tim zumindest selbst in seiner Reaktion. Und bei Gott, was ist eigentlich mit Steffen los? Der hockt nur 3 Minuten lang, holt irgendein Spielzeug raus und spawnt dann wie ein NPC neben diesen beiden Frauen. Ich habe echt keinen Bock mehr, wie unzufriedene Hirten. Typ ist, ja, ich meine, mit dem Interview hast du ganz klar deinen Charakter gezeigt. Hat sie sich wahrscheinlich gedacht, ja. Bruder, das Like-Dislike-Ratio dazu ist halt wirklich eine Offenbarung. Hm? Warum ist das jetzt passiert? Alter, bist du ein geiler Typ, ey. Ich bin da mal weg. Ja. Naja, das Interview war halt eine dicke Hopsnahme. Das Einzige, was danach weg war, war die Glaubwürdigkeit von euch. Und zwar wirklich von allen. Ich habe ein Geschenk für dich. Du hast mich inspiriert. Ich habe ein Wesen. Wir haben quasi zusammen ein Baby gemacht irgendwie. Du hast ein Wesen mit mir zusammen auf die Welt gebracht. No. Es ist haarig und flauschig tatsächlich. Und doch irgendwie sehr süß. Deine Männlichkeit hat mich inspiriert zu diesem wundervollen kleinen Bild. Das ist das kleine Bimsen. Bimsen! 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 Und ist das so eine Manson-Kult-Scheiße hier oder was? Also, the fuck? Ja, genau. Da wird es auch noch kleine Kindergeschichten geben. Das kleine Bimsen und wie der Timmy-Line zum Held wurde. Für alle, die es noch nicht wissen und es noch nicht mitbekommen haben, Tim sagt zum Wort Bimsen. Bei ihm ist auch der ganze Sakt, ich zitiere nur Tim, nach 19 Minuten dann auch vorbei. Also dann oder 20. Ach, 20. Ja. Was, Tim hält 20 Minuten durch, Digga? Bruder. Warum denn die Messlatte so hochlegen? Are you kidding me? Uff. Bro. Boah. Bro. Ehrlich? Maschine. Dann ist auch langsam gut, sonst wird es zu anstrengend. Ich hab's euch gesagt, dieses Video spiegelt eine Psychose wider. Das kannst du dir einfach nicht ausdenken. Erstmal, warum sagt TJ Bimsen statt Pick. Wer mehr als 2 Synapsen im Oberstübchen hat, der könnte klar denken, dass Bimsen halt werbefreundlich ist und F***en eben nicht. Und außerdem haben die gerade darüber gelacht, dass TJ nur 20 Minuten durchhält. Ich zitiere nur, Tim, nach 19 Minuten dann auch vorbei. Also dann. Sag mal, habt ihr völlig einen am Zylinder? 19 oder 20 Minuten ist doch voll die gute Zeit. Ja, mega! Bruder, ich sitze hier und denke,
Jetzt machen die sich wirklich unglaubwürdig bis zum Gehtnichtmehr, bei so einem Punkt. Wobei, warte, die Glaubwürdigkeit, die war, glaube ich, noch nie da. Und um das zu belegen, zeige ich euch einfach mal eine kleine Cringe-Compilation von diesem Video. Oh nein, bitte nicht. Das war noch nicht die Cringe-Compilation? Also viel Spaß an der Stelle. Also, liebes Timmylein, wenn du hier wärst... Damit würden wir dich fesseln. Du bist einfach ungefähr. Ich würde ja auch gerne mal deinen Bimsstein sehen. Ja, dein Bimsstein. Timmy, steck mit deinen. Also egal, was die genommen haben. Ich will es ehrlich gesagt nicht. Ich habe davon ein Trauma bekommen und um sich davon zu erholen, das wird nur sehr, sehr schwer. Also. What the fuck is happening, Chat? Alter. 7. Klasse, Gruppe von toxischen Mädchen und Jungen, die jemand in der Klasse mobben. Genau so sehen die aus. Holy moly. Also danke dafür, ihr drei Banausen. Bitte macht das nie wieder, ohne Sch. Das will wirklich niemand sehen. Übrigens gab es dann noch einen sogenannten Inhalt des Videos. Also wenn man das Inhalt nennen mag. Also so wirklich inhaltsmäßig ist es dann auch nicht. Sie stellten nämlich Tim... Einfach nur eine Aneinanderreihung von Fäkalsprache und der übermäßigen Präsentation ihres ach so langen und nachhaltigen Sexuallebens. Boah, was ist das denn? Was ist... Also ich meine, es gibt ja eine Menge Indikatoren dafür, dass du nicht ganz bei Trost bist. Und dass dein Selbstwertgefühl und dein allgemeines Selbstbewusstsein unter deiner Minderwertigkeit leidet. Und das kompensieren ja Leute auf unterschiedliche Art und Weise. Manche Leute geben sich als besonders reich aus, als sich besonders schön, viele Filter oder guck mal mein Auto, guck mal mein Haus, guck mal mein Geld. Und dann gibt es diese Gruppe von Menschen, die sagt, boah, also wir f***en ja richtig lange. Cool, oder? So, du denkst so, was ist los? Was ist denn los? Jagen nun die ganz, ganz wichtigen Fragen. Nach außen hin, ja, wie du ihn darstellst und so, aber was denn dann wirklich dahinter ist, ne? Das ist einfach nicht kompatibel. Das wird auch der Grund sein, warum du solo bist, weil du in dir nicht, okay, die Dinge sind nicht kompatibel. Und nicht transparent. Ja, Tim, du bist einfach nicht transparent. Leg dich doch mal offen. Nimmst du Drogen? Wie viel Sex hast du in deinem Alltag? Wie kommst sind da mehrere Frauen oder nur ein? Genau, wie kommt? Bezahlst du dafür oder kriegst du Geld dafür? Also das ist auch so ein Fakt, der ja bei dir völlig untergeht. Ja, TJ, sag mal, das will nämlich jeder wissen von uns. Wie, wo und wie viel Geld gibst denn du dafür aus? Das sind halt wirklich die enorm wichtigen Fragen. Also, ich dachte, dieser Oswald ist ja schon der verstrahlteste von den ganzen komischen, da, von diesem Club da. Ne? Aber die scheinen ja alle so eine latente Verstrahltheit an den Tag zu lesen. Ne? Also vollkommen. Die sind ja alle zu gleichen Teilen gestört. Die ich auch gar nicht einschlafen kann, also bitte beantworte uns. Sei mal transparent. Digga, was soll ich sein? Ist das endlich mal? Denn es ist nun mal normal, dass man die intimsten Details einfach an hunderttausende Menschen rausträgt. Ein wirklicher Inhalt des Videos ist aber jetzt, dass sie im Nachhinein Geld von TJ sehen möchten. Okay. Wie viel Geld hast du denn auf Steffen? Genau. Wir sind dein bestes, dein meistgeklicktes Video. Und da du Geld mit Klicks verdienst, heißt das ist dein einnahmenstärkstes Video und die ganze Thematik scheint auch so einnahmenstark zu sein, dass du 3 Monate nach einem Vorfall den nochmal irgendwie erzählst. Bei der Staatsanwaltschaft ist Sex, Drugs and Rock'n'Roll, genau. Zieht halt. Verkauft sich halt gut, ja, nur natürlich. Dass wir halt noch nichts von diesem Geld gesehen haben. Wissen die, dass es die Wissen diese Leute, dass es die YouTube-Claim-Funktion gibt? Also, wenn Creator ernsthaft glauben, dass ein Inhalt aus einem Video zu urheberrechtlichen Ansprüchen der betreffenden Person führt, dann claimst du das und dann kriegen die das Geld. Und das kann dann, wird dann disputed oder nicht disputed, aber das wird dann unter Umständen ausgefochten vor Gericht.
Und das fordern wir einfach mal ein, Tim. Das wäre einfach nur gerecht. Und also gerecht wäre es, wenn ihr euch jetzt endlich löschen würdet. Das ist wirklich nicht zu ertragen. By the way, meine Teacher selbst auch, dass er natürlich kein Geld dafür irgendwie geben würde. Vor allem bei Leuten, die extrem problematische Dinge gesagt und gemacht haben. Also, what the f***. Und TJ meinte auch, dass sein Video nicht das einnahmenstärkste Video war. Das heißt, das ist auch wieder Quatsch gewesen, wenn man jetzt einfach mal ein bisschen auf neunmal klug machen möchte. Also ich habe wirklich schon viel auf YouTube gesehen, aber dieses Video ist eine tiefe und äußerst offene Wunde für mich. Das geht ehrlich zu weit und ich denke, ihr würdet mir da zustimmen, weil ich meine, jeder normal denkende Mensch, der sieht ja, wie schlimm dieses Video ist. Im Anschluss machten sie dann noch Werbung für ihre Spielereien und da muss ich einen Cut machen, denn das wurde mir einfach zu viel und ich möchte jetzt hier nicht Werbung von denen einblenden, wie sie darüber reden, was sie für Filmchen drehen. Ja. Bis dann Tim übrigens aus dem Nichts gelobt wurde, weil er anscheinend geiler aussieht als Steffen. Junge, die haben einfach Steffen dort geroastet. Hat TJ Inhalt, dass der ein Video verwendet? Nee, die sind bei dem aufgetreten. Also die sind zu dem gekommen und haben gesagt, die wollen da so eine Q&A machen und dabei haben sie sich halt komplett blamiert. Ne, wegen neben antisemitischen, volksverhetzenden Aussagen, menschenfeindlichen Aussagen, also vollkommen, die sind halt vollkommen Bischugel. Aus dem Nichts. Steffen ist aber dennoch krasser, denn er verdient schließlich mit Bimsen sein Geld. Also lieber Tim, ich meine, da geht ganz klar ein Punkt an dich. Ja, du bist vom Aussehen her natürlich der geilere Mann. Du hast den trainierteren Körper. Du bist immerhin Ninja Warrior. Aber faktisch ist, Steffen ist derjenige, der mit gerade mal, genau, ist der geilere von euch beiden, der Filme dreht, für den Sex, den er erlebt, auch noch Geld bekommt und also Sachen, also da kann man sich, da Frage. Weiß ja jede Frau, was geiler ist, Ninja Warrior sein oder ein geiler Wenn die so eine Alter Schwede, ist das eine Katastrophe, Digga. Prognose machen, dann will ich auch lieber Ninja Warrior werden. Nicht, dass man nämlich sonst noch so wird wie Steffen, denn das sieht wirklich gar nicht gut aus. Also mal Hand aufs Herz. Dieses Video habe ich hier wirklich nur ausschließlich deshalb gemacht, um meinen Schmerz zu verarbeiten. So viel geballte Dummheit in Kombination mit Fremdscham habe ich selten erlebt. Und da kann man wirklich sagen, da kracht's komplett. Ja, also das ist fürchterlich gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch allerdings mit diesem Video den Tag versüßen. Link ist im Chat. War ja schließlich echt cool. Ja, mehr oder weniger. Wenn ja, dann lasst uns super gern ein Like und einen Kommentar da für den Algorithmus. Junge, das muss durchgepusht werden. Ich gehe mir jetzt definitiv erstmal die Augen mit Salpetersäure auswaschen. Und damit entlasse ich euch wie Ex-Häftlinge. Und wie heißt es so schön? Stänkchen an Zwängchen. Euer Kevin hat mal wieder ein altes Kollege-Album gehört, denke ich. Also anders kann ich mir das gar nicht erklären. Eieieiei. Das war wirklich Fiebertraum. Sehr unangenehm und doch sehr unangenehm. Also alles in allem unheimlich unangenehm. Ich kann verstehen, warum Leute gesagt haben, das brichst du ab. Ich war auch kurz davor. Spätestens als sie da rumgewickelt haben mit ihrer Fleischpeitsche, da war das schon komisch.